There she is. Habt ihr was schon von der Tür? Muss wohl die Maske aufsetzen. Reißt mir doch der blöde, blöde Bändel. Ich hab Gott sei Dank noch einen. Ah, okay, ich dachte schon. Ich hab dich nämlich von oben gesehen, wie ich immer Ausschau halte. Aber gut. Muss ich nochmal ans Auto gehen? Ja, Hinweise zu den Kitten. Es riecht nach Harzfutter, weil Harzfutter im Raum ist. Genau, ne? Es riecht halt, ist ja so. Die Minis können zaghaft sein, sie können stürmisch sein. Mal gucken. Das ist für mich auch das Interessante für zukünftigen Besuch. Du bist der erste Mensch, den sie jetzt so in der Sozialisierungsphase treffen. Das ist Cleo. Okay. Schönsten, ganz aufgeregt nach oben. Ja. Ja. Wie ja. Ist denn das? Ganz anderer Geruch. Ja. Wenn sie an dir hochklettern sollten oder rumklettern sollten, pflück sie wie ein Äpfelchen und setz sie wieder ab. Zur Not 10.000 Mal. Nee. Muss ich nicht. Jetzt hast du sie, hast du fast alle. So faszinierend, richtig. Ja. So in der Richtung. Was? Ja. Das tut sie ja schon richtig. Ja, fangen wie eine Lebende raus, gell? Ja, springen. Ich habe aber lange schon mehr geguckt. Ich habe schon länger mehr geguckt. Echt? Ja, ja. Ich lege das erst mal. Du kämpfst schon wieder mit dem Bett. Du musst schon schon so bringen. Ja, ich kann schon schon mal so bringen. Und die werden auch riesig. Also allein wie die Pfoten schon mal riesig geworden sind. Wenn sie alle noch reinwachsen. Hagere Teenager. Von hinten? Ja. Sich selbst, ne? Ja, was sagst du? Sagst du da, oh, was ist denn das für eine Frau? Die ist eine Mutterfrau. Glaubst du, ne? Yeah. Ich mache auch immer so ein bisschen Tierarzttraining, also von wegen Vorderpfote, Öhrchen, nur so in die Richtung, dass sie halt gewöhnt sind, dass man da noch irgendwo muss. Das ist mein Kissen. Ich stehe dabei. Das ist mein Kissen. Magic. Du hast aber auch große Füße. Ja. Ja. Die werden große Füße. Ich weiß jetzt nur nicht, was du bist, der Mädchen. Junge. Ja. Also, na, die beißen aber nicht richtig zu. Ne? Ah ja, es kann sein, dass sie dich knibbeln. Ne? Also, dieses. Also wenn Katzen dich putzen, machen sie auch so ein bisschen Knibbelei mit den Zähnen. Nee, sie wollen sich einfach anlegen. Ja, sie wollen festhalten, klar. Ja. Aber ich sag mal, wollte es mir jetzt irgendwo an. Jo. Die Bände, das sind toll. Ja, na, kannst du. Jetzt hast du dich da festgehagelt. Da bist du wieder frei. Ich habe ein neues Spielzeug mitgebracht. Es ist so schön auf dem Kissen. Ja. So kuschelig. Oh, wie fein. Doch, gut. Cleo ist aufgewacht und hat sich längst gekriegt. Was ist halt, da jetzt passiert? Nee, da ist nichts passiert. Ich sag nur, da will ich den Gummi halt raus haben. Das heißt, ich dachte, dass ich hier halt einfach aufmache. Und darunter ist ja der Gummi, ne? Darunter ist ja das Weiße. Also sie stehen quasi dann einmal schnippschnapp und rausziehen. Ich dachte, der Gummi ist doch komplett, das ist doch gesmoked. Das heißt, da ist doch rundherum Gummi. Also der ist ja, aber mit, kann man ja der ist mit vernäht. Der, ah, der ist mit vernäht. Ja.
Okay, also das ist quasi komplett auftrennen. Für den Bändeln ist das Mittelteil, also ist dieser Kabelkanal, ja, ja. Ne? Also und der Gummi aufbauen. Ist komplett und dann ist es so gesmoked, sag ich. Ja, ne? So vernäht. Ja. Also kann ich gar nichts mehr machen. Das ist nicht enger, weiter. Menno! Ja, es ist halt schade, ne? Das ist halt das Problem mit Online. Man könnte versuchen, hinten vielleicht einen Reißverschluss reinzusetzen. Aber das wird eine Schneiderin machen müssen. Ja, eben. So gut könnte ich jetzt nicht und du auch nicht. Ja. Also. Also du kannst die auch unten halten und hochheben, wenn du willst, ne? Weil, also sie will ja zu dir hoch, ne? So ein bisschen. Let's go. So ist das. Okay. Nein. Schnell. Nett, dass du fährst. Ja, ich habe heute wirklich teilweise auch um den Hals. Das ist immer deswegen wahrscheinlich. Den Anfang jetzt mal. Ja. Okay. Komm zu mir und sagen: Hey Mama, schon Hunger. Hier. Hunger. Das ist toll für Berg, für Menschen wie mich. Dass man sitzen kann und trotzdem nicht als selbst trainieren kann. Nee. Und so schnell sind alle wach. Das ist ja verrückt. Anfangs hat er Effi gefreut und schaut sich mal aus. Be behind me. Achso, und währenddessen noch ein Video machen oder so. Schlimm. Das ist halt auch der Vorteil, wenn Besuch da ist, dass man Fotos und Videos machen kann. Wenn die Katzen nicht auf einen selber fokussieren. Nee. Nice. Also ja, so ein bisschen mal rummachen, das machen wir schon, ne? Es wird meistens dann irgendwo hingetragen, wo sicher ist, und dann wird dann gespült quasi hier. Was natürlich mit dem Stab nicht so einfach ist. Das ist einfach. Alles ganz. Ja, alles ganz. Magst du Federn, hm? Meinst du? Oh, er ist halt der Erste, der zuerst da ist, ne? Und dann haut er wieder nach. Er sagt. Zu schwer, geht nicht weg. Und du versuchst, dass er auch mal dran kommt. Ja. Warte? Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob er auch knurrt. Er geht jetzt nicht weiter. Nee, die anderen knurren bei dem Ding nicht.
Oder das ja nicht. Nee, er hat ja jetzt gesehen, dass der. Ach so, also. Okay. Aber er geht, holt sich schon nicht, gell? Er wartet jetzt auch. Nee, dann nimmt man nicht weg. Nee. Das ist auch oft, wenn man eine Mama mit Kitten hat und man dann nur mit einer Angel spielt, kommt die Mama fast nie zum Zug. Weil die natürlich nur erwachsen ist, will eher laue Spiele oder so meistens. Oder springt nicht so schnell an, aber Kitten springen halt auf alles an. Deswegen ist es schon eine Erleichterung, wenn die Kitten irgendwann vermietet sind und man gescheit mit der Mama arbeiten kann. Je mehr Sachen sie kennen, desto besser. Immer so ein Besuch und so. Was, ich wollte nicht richtig bewachen. Guck mal, sie sehen aus. Hui! 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 Ups! Ups! Upsa! Aua! Kitten sind wie Babys, die. Spielst du mit deinem Handy? Mhm. Machen sie öfter. Pfotenballen funktionieren auch einfach. Oh, habe ich verstanden. Zumindest fürs Handy. Also für das Handy fehlt das als Bewegung. Oh ja, weil du vorhin meintest, es ist jetzt schon X. Hast du eine Uhrzeit? Also, falls aktuell du nicht wolltest, meine ich. Hui. Ne, weil ich sag nur. Ich sag's nur. Ja, ich glaube, ich muss auch. Okay. Ich sag's, ne? Weil die Zeit geht da sehr schnell rum. Ja. Um 7 gibt's normalerweise bei uns. Bitte, die Kleinen, danke vielmals für deinen Besuch. Es ist halt echt wichtig für die Sozialisierung, aber ja, eigentlich habe ich kein groß genug an sozialen Kreisen hier. Mhm. Ich glaube, deine Kleinen packen das. Ich denke auch. Das haben sie echt gut gemacht für den ersten Besuch hier. Ja. Richtig, richtig klasse. Wenn das so bleibt, Wunderbärchen. Und dann kommen ja die ganzen interessanten Besuche und dann kannst du auch wieder Übungen bekommen. Ja. Einmal fertig. Tschüss, tschüss. Mach's gut. If you enjoy the content on this channel, or even if it has just given you food for thought, please consider subscribing, liking, and all that good stuff. And if you want to join the conversation or get access to pictures of the fosters, consider joining our Discord server. Link, as always, in the description.